Aha, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich habe gesagt, dass ich eine Prinzessin bin in dem letzten Video. Und schön, dass du noch mal zuhören willst. Wie geht das? Wie ist das möglich? Und das will ich dir gerne erzählen. Weißt du, ich schaue gerne Filme an über Prinzen und Prinzessinnen und es schaut so aus, dass sie so ein außergewöhnliches Leben haben und wow. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle ein außergewöhnliches Leben haben können. Hier und jetzt in dem Alltag. Aber wie geht das? Um das zu erklären, muss ich einen Schritt zurückgehen und eine Liebesgeschichte erzählen. Das erklärt alles. Es ist die schönste Geschichte über Liebe, die es gibt. Und wir finden diese Geschichte in der Bibel. Diese Bibel habe ich von meinem Mann bekommen und das macht es besonders wertvoll für mich, weil es von ihm kam, aber auch ganz, ganz wichtig, weil das Gottes Wort ist. So redet er mit uns. Gott will uns vieles sagen. Und wir müssen das Buch aufmachen und lesen. Und zuerst ein Überblick. Es gibt zwei Teile, ein Alten Testament, das ist insgesamt 39 Bücher und das ist so zwei Drittel von der Bibel, das Alten Testament. Und dann kommt das Neue Testament mit 27 Büchern. Die ersten vier Bücher sind über Jesus Leben und dann zum Schluss ist Offenbarung und da lernen wir mehr über unsere ewige Zukunft. Es ist spannend und so viel drinnen. Das kann man nicht alles auf einmal lesen, natürlich, aber man kann beginnen. Und so beginnen wir mit 1. Mose, wo wir die Geschichte hören, wie Gott die Erde geschaffen hat. Und wenn ich von Gott rede, rede ich von der Dreieinigkeit von Gott. Drei Personen in einem Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat die Erde geschaffen. Und Tiere und Pflanzen und Meer und natürlich auch Adam und Eva, die ersten Menschen. Adam und Eva haben eine wunderbare Beziehung mit Gott gehabt. Die haben mit ihm reden können. Und die haben einen wunderbaren Job in dem Garten. Und eine Ehe, das perfekt war. Aber es gab einen Baum im Garten, wo Gott gesagt hat, das darfst du nicht essen. Diese Kenntnis von Güte und Böse Baum. Ja, ist ein langer Name, verstehe ich. Ja, manche haben lange Namen und dieser Baum hat einen langen Namen. Aber Gott hat Adam und Eva erlaubt, diese Entscheidung zu treffen selber. Er hat gesagt, isst nicht von dem Baum, aber er hat das nicht eingesperrt. Es war einfach im Garten. Und der Schlange kam eines Tages und hat halb Lügen, halb Wahrheiten erzählt und Adam und Eva praktisch ausgetrickst. Und die haben aber entschieden, von diesem Baum zu essen. Das heißt, die haben Gott nicht vertraut. Die haben gedacht, die sind klüger als Gott und die wollten praktisch seine Rolle spielen und das ist schlecht. Das hat die Beziehung mit Gott gebrochen und Sünde ist dadurch in der Welt gekommen. Ganz, ganz traurig. Kurz danach hat Gott gesagt, er macht einen Weg, um diese Beziehung mit ihm wiederherzustellen. Und im Alten Testament gab es Geschichten von der Familie von Adam und Eva, und wie, oh, es ist natürlich gewachsen. Und
wo sie manchmal Gott vertraut haben und gefolgt haben, aber niemand hat das perfekt machen können. Und das ist unmöglich. Wir Menschen, das können wir nicht. Wir brauchen Hilfe und diese Hilfe, das Gott angeboten hat. Und das kommt dann im Neuen Testament, diese Hilfe. Und wir wissen, das ist ein wunderbares Geschenk in Form von Sohn Gottes. Amen. So. Okay. So zwei Drittel geht man durch, so ungefähr so viel. Und dann beginnt man über Jesus zu hören und sein Leben. So, es gibt vier Bücher über Jesus' Leben. Und dann kommen noch die anderen Bücher, wo Leute an den Christen geschrieben haben. So Briefe. Es war praktisch eine Sammlung von Briefe und dann zum Schluss Offenbarung, wo man gehört hat über die Zukunft, die Ewigkeit. Und Jesus ist gekommen, um zu retten. In Johannes Evangelium, das ist der vierte von diesen vier Büchern über Jesus, Johannes Evangelium, steht in Kapitel 3, Vers 16, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, um die Welt zu retten. Und im nächsten Vers steht, dass Jesus nicht gekommen ist, um die Welt zu verdammen, ich hoffe, dass ich das richtig gesagt habe, sondern zu retten. Aber wie im Garten gab es ein Wahl. Adam und Eva hatten die Möglichkeit zu entscheiden, Gott zu vertrauen und zu wissen, die sind nicht Gott, die dürfen aber diese wunderbare Beziehung mit Gott haben. Und die haben ganz schlecht entschieden. Aber die gute Nachricht ist, dass jeder von uns diese Entscheidung treffen darf. Nehme ich diese Vergebung an? Jesus ist am Kreuz für unsere Sünde gestorben, weil wir das nicht machen können. Und er hat das für uns getan. So eine große Liebe. Das ist eine Liebesgeschichte, das nicht aufhört. Aber es ist eine persönliche Entscheidung. Nimmst du das an? Und ich rede mit dir jetzt. Nimmst du das an, diese Vergebung? Verstehst du, dass du nicht alleine diese Beziehung mit Gott wiederherstellen kannst, weil wir in eine sündige Welt geboren sind? Es ist unmöglich. Wir brauchen Gott. Wir brauchen sein Geschenk. Wir können nicht dafür arbeiten. Wir können es nur annehmen und Ja sagen und bekennen, dass Gott unser Herr ist. Genau wie in Genesis mit Adam und Eva, wo Vertrauen da war und die Beziehung so gut war. So diese Herstellung, eine noch bessere Beziehung eigentlich, ist möglich für jede von uns. Aber die Entscheidung gehört dir. Und wenn du Ja sagst, so wirst du Prinzessin. Weil ich mit den Frauen rede, Männer, das gilt auch für sie, aber ich mache in meiner Freikirche Frauenarbeit und so, ich bin es gewohnt, einfach mit Frauen zu reden. Deswegen rede ich über Prinzessin. Und wenn du Prinzessin bist, dann was kommt als Nächste? Wie schaut das Leben aus? So, ich lade dich ein, weiter mitzugehen mit uns. Und ich werde in unseren Videos dann erzählen von persönlicher Erfahrung in dem Alltag. Wie schaut das aus? Und ich werde auch Freundinnen einladen, mit mir zu reden, manchmal in den Videos, über ganz einfache Sachen, wie das ist in dem Alltag, in wie wir einander brauchen. Und was steht in Gottes Wort über bestimmte Sachen? Es ist eine spannende Reise. Und es ist gut, wenn du das nicht alleine machst. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann könntest du das gerne unten schreiben. Ich freue mich sehr und ich würde für dich beten.
Aber wir brauchen einander, weil diese Familie hat andere Geschwister. Es ist nicht nur eine Person in Gottes Familie. Und das heißt, wir sind nicht alleine und wir können miteinander gehen. Voneinander lernen, einander helfen. Und das will ich mit euch machen in diesem YouTube-Channel. Mein Herz schlägt besonders für Österreich. Es ist mein Zuhause. Und ich freue mich, wenn ich mit euch gehen darf. Es wäre eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Wir reden über Adoption. Zwei Geschichten über Adoption. Was könnte das bedeuten? Komm und schau.